mal, das ist ein Bug im Spiel. Mein Charakter sieht am Anfang, wenn ich das Spiel lade, ganz anders aus. Und auf einmal habe ich mein Aussehen geändert. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht hat das Spiel mittlerweile mitgekriegt, dass ich potthässlich bin in diesem Spiel und dass das einfach nicht akzeptieren kann. So, ne? Also, dass das Spiel von sich aus schon sagt, so, Toffi, diesen Charakter hast du so hässlich gemacht, das geht so nicht, wir müssen einen anderen nehmen. Ne? Tina, hallo! Ich hatte gerade die dritte Folge laufen, jetzt kommst du live. Ja, schön, das freut mich, dass ihr direkt weiterspielen kann, ne? Ja, wir wollen mal, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Leute, ich habe auch einiges vor. Ich bin unzufrieden mit meinem Ergebnis hier. Mich nervt das. Mich nervt das hier, mich nervt das kleine Mini-Haus, mich nervt hier einfach alles. Deswegen müssen wir heute auf jeden Fall einiges machen. Ich will ein größeres Haus bauen, und zwar hier. Hier will ich ein größeres Ding bauen. Deswegen gehen wir jetzt ein bisschen Holz hacken. Biele, biele, biele. Ne? Kronks Charakter ist doch auch super schön. Stimmt. Was ist dein Favorite-Spiel und Konsole? Also mein Lieblingsspiel, das habe ich ja schon öfters mal gesagt, vielleicht hast du das noch nicht mitgekriegt, aber ich sag's auch gerne nochmal, also keine Kritik an dich. Mein allergrößtes Lieblingsspiel of all time ist Final Fantasy IX. Und es gibt momentan das Gerücht, weil irgendwie so ein mysteriöser Post von Square Enix-Mitarbeitern gekommen ist, dieses Gerücht existiert, dass es vielleicht ein Remake geben könnte. Und ich würde so heulen, Leute. Ich würde so heulen vor Glück, wenn es ein Final Fantasy IX Remake geben würde. Ich würde so heulen. Es wäre so schön. Wieso bist du so blau? Ja, ich habe gerade kurz vorm Stream habe ich noch ordentlich einen gesoffen. Und habe mir gedacht so, ja Gott, mit Alkohol im Blut streamt sich's bestimmt viel besser. Oh, jetzt kommt wieder irgendeiner von Twitch und sagt so, nee, das geht nicht. Das kannst du nicht sagen im Stream. Was soll denn das? So, wir bauen jetzt ein bisschen besseres Haus, Leute. Ich habe die Schnauze voll. Mal von meinem Haus. Ich brauche ein besseres Fundament hier. So. Oh, ich drücke mal den falschen Knopf, ist klar, ne? So. Erstmal das Fundament bauen hier. So. Wir machen ein richtig schön großes, damit wir da auch später schön dekorieren können. Es kann ja sein, dass wir irgendwann mal richtig schöne Deko-Elemente bekommen und dann können wir auch noch richtig schön dekorieren. Das wäre ganz, ganz toll. Das, was sein Charakter hat, nennt man gebärfreudige Hüften. Leider ist die Menschheit noch nicht so weit, dass Männer gebären können. Von dem her... Hä? Überfall? Was? Ich wollte gerade übers Poppen reden. Was ist denn jetzt los? Ich mache euch alle kalt! Dankeschön, Vroni! Dankeschön, aber doch nicht jetzt! Ich werde angegriffen! Das geht doch nicht! Ich stehe nur rum. Da greift mich doch gar keiner an. Vroni, dankeschön! Vielen, vielen Dank! Wir machen das mit dem Glücksrad gleich, aber was ist denn das? Die stehen doch einfach nur rum! Da greift doch gar keiner an, von wegen Danger. Steht das für was anderes? Wofür steht Danger in dem Fall? Ich weiß es nicht. Die stehen einfach... Ich glaube, die kann ich einfach lassen, oder? Ich glaube, die kann ich einfach stehen lassen, okay? Ich lasse sie einfach. Ich lasse sie einfach in Ruhe. Ja, ohne Witz jetzt. Ich will mich erstmal um mein Fundament kümmern. So, aber Vroni, ich hoffe, du hast Verständnis dafür, dass ich das mit dem Glücksrad jetzt mal ganz kurz pausiere. Bau weiter, Tom. Ja, mache ich jetzt auch. Gleich kommt das Glücksrad. Ich will nur kurz das hier fertig bauen. Sobald ich das hier kurz fertig gebaut habe, kommt das Glücksrad, okay? Das klingt ein bisschen wie Fernsehen, ne? Hat jemand von euch im Fernsehen schon mal das Glücksrad gesehen? Gibt es das heutzutage noch? Weil sonst komme ich ja hier zu gar nichts. Richtig bedrohlich. Wird Palworld auch auf anderen Konsolen veröffentlicht? Also, soweit ich weiß, aktuell nicht. Also, aber ich kann auch komplett falsch sein. Ich will euch nichts Falsches sagen oder so. Ich muss das immer wieder neu auswählen. Das ist ein bisschen nervig. Ich mache immer so hier so ein Fenster rein. In zweierlei, weißt du? So, immer ein Fenster, würde ich mal sagen. Und hier auch die Aussicht. Da brauchen wir auf jeden Fall ein Fenster. Die Aussicht ist richtig toll.
Kein Problem. Oh, danke, Vroni. Das ist lieb von dir. Ich danke. Du bist halt die Ehren-Vroni. Ich kenne keine bessere Vroni als dich. Ich kenne aber auch ehrlich gesagt nur eine Vroni. Kennt ihr noch eine andere Vroni? Ich kenne aber auch keinen anderen Christopher, muss ich sagen. Ich kannte mal einen Christopher im Fernsehen. Der hat bei Fame Academy. Kennt jemand von euch Fame Academy? Das lief, das ist so ähnlich wie eine Castingshow gewesen, nur dass es halt eben quasi eine Schule gewesen ist für Musiker. Die haben da eben lernen müssen, wie man, also wurden unterrichtet in Musik und halt immer wieder irgendwie, keine Ahnung, Entertainment, Musik und sowas. Und dann gab es wie Castingshows, dass sie irgendwann einen Auftritt machen mussten und dann ging es halt darum, wer darf die Schule weiter besuchen und wer nicht. Fame Academy auf jeden Fall. Lauri, hallo, hieß es. Und da gab es einen Kandidaten, der heißt Christopher und der kommt aus Delmenhorst. Meine Geburtsstadt. Und habe ich gedacht, hä, bin das ich? Habe ich da was nicht mitgekriegt? Christopher aus Delmenhorst. Das hat mich so ein bisschen, war ich ein bisschen überrascht, dass das tatsächlich der Fall war. So. Da müssen wir jetzt die Tür noch einbauen, ne? Und von dem habe ich sogar eine CD gekauft. Die habe ich noch irgendwo. Der hat Every Breath You Take gesungen, glaube ich. Der hat es aber nicht. Der hat es in die Band geschafft am Ende, glaube ich. Oh, Spoiler für alle, die sich nur angucken wollen. Mein erster Freund hieß Christopher. Mhm. Hallo? Vielleicht waren wir mal zusammen, ich weiß nichts mehr davon. Ja, ich war so Hacke damals. Hab gehört, dass bisher nur die Spieler von Game Pass zusammenspielen können und nur die von Steam zusammen. Deshalb fällt das Zusammenspielen wohl erstmal flachtoffig. Geht sowieso nicht. Habe ich schon im letzten Part, glaube ich, erwähnt. Bei mir buggt's mit dem Zusammenspielen tatsächlich. Es ist sehr, sehr verbuggt. Wenn ich meine Welt versuche zu laden, die ich erstellt habe, und habe die Einstellung an, dass Mehrspielermodus an ist, dann funktioniert das nicht. Ich kann die Welt nicht laden. Deswegen geht das so oder so erstmal nicht. Bis es vielleicht. Aber wir sprechen hier von einem Early Access Spiel, ne, Leute? Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass das. Ich habe zu wenig Ressourcen oder was? Och nein, habe ich schon wieder das Problem. Oder warte mal. Das Problem mit dem Dach schon wieder. Ah, nee, doch nicht. Ich habe Angst gekriegt. Jetzt machen wir ein Sonnendach daraus. Aber es geht schon wieder nicht. Oder? Doch jetzt. Nee. Mann, ich will das Dach positionieren. Wieso geht das nicht? Ah, jetzt hier. Hui. Also manchmal klappt's und manchmal klappt's nicht. Ein bisschen drehen. Ich kann nichts sehen. Mein Charakter hat so einen fetten Arsch. Ah, jetzt hier. So, jetzt haben wir erstmal das Fundament. Guck mal, das ist doch ein schönes Haus. Mit Fenster. Guck mal, da können wir unseren Bärengarten begutachten. Da können wir rausgucken in die Welt. Und da können wir auf den Stein gucken. Ja. Oh, warte. Was? Sicherheitseinstellung? Da kann man ein Passwort einstellen. Ja, cool. Aber das sollte ich vielleicht nicht im Stream machen. Dann kriegt ja jeder mit. Mein Halbbruder heißt Christopher. Sie kennt ja ganz schön viele Christophers. Ich dachte, ich bin so unique. Okay, und für die Tiere habe ich überlegt, wir machen auch mal ein separates Haus. Oder wir lassen sie draußen schlafen. Hier so eine ganze Reihe von... Oh, oder da hinten geht das. Oh, ich lasse die hier hinten pennen. Hinter meinem Haus. Oh, ich glaube, da habe ich gerade voll Bock drauf. Ihr habt gerade. Oh, ach Quatsch, könnte ich das jetzt auch abhauen? Holz? Ja, könnte ich. Aber wir haben ja gelernt, es geht auch anders. Wir gehen ins Baumenü, gehen in den Rückbaumodus und machen hier einfach Rückbau mit X. Genau. So. Ich mach die nochmal alle weg. So, hab ich noch ein drittes irgendwo? Ein fünftes meine ich. Drittes, ich kann nicht zählen. Bin gerade dabei, die Aquariumpflanzen zu schnibbeln. Oh. Die feine Dame. Aquarium. So, warte. Kann ich das jetzt hier ein bisschen schöner machen? Wieso geht das jetzt? Ach, zu nah am Ding dran. Warte. So. So. Ich will noch eins. Ganz, ganz viele. Die können jetzt alle nebeneinander schlafen. Guck mal, da müssen sie nicht alleine schlafen. Ich denke ja nur an deren Wohlbefinden. Aber guck mal, jetzt stehen sie wieder am Weg. Jetzt kann ich wieder nicht... Meine Arbeiter stehen mir nur im Weg.
Geh mal weg da. Ja, ich weiß, du bist happy, dass du das geschafft hast. Ich auch, aber jetzt geh trotzdem weg. Geht nicht. Hier. So. Ja, ein bisschen weiter. Geh doch mal weg jetzt! Soll ich dich töten? Christopher Hemsworth, Christopher Evans, Christopher Pratt. Die ganzen Christopher... Ja, das sind Berühmtheiten. Aber halt kennen. Du weißt, was ich meine mit kennen halt. Christophers, die man kennt. Die gibt's halt kaum, oder? Christopher Walken kenne ich noch. Also im Sinne von Berühmtheiten, wenn wir es schon von Berühmtheiten haben. Also richtig kennen im Sinne von persönlich kennen. Christopher Walken habe ich nie persönlich getroffen. So, jetzt kann ich hier kein Bett mehr... Oh, ich habe das voll schlecht durchdacht. Weil jetzt... Die Wand ist im Weg. Jetzt kann ich hier wegen der Wand keine mehr hinbauen. Toll. Das, ich bin froh, dass ich dich auf TikTok habe, dass ich jetzt gefolgt habe. Ob du da... Lang wirst du da wahrscheinlich nicht froh sein. Bei dem Quatsch, den ich auf TikTok mache. So, vier reichen jetzt erstmal, ne? Oh, guck mal, sie sind happy. Guck mal hier, die haben doch eine tolle Schlafaussicht. Die müssen halt nur aufpassen, dass sie nicht runterkullern. Das wäre sonst ein bisschen scheiße, wa? Erdgames, hallo. Kann man eigentlich auch züchten in dem Spiel? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht so viel kennengelernt in dem Spiel. So, jetzt muss ich allerdings noch kurz hingehen und deren Essen... Ne, boah, das können wir eigentlich da lassen. Das ist okay. Ich kann hier auch das noch mitnehmen. Kann deren Essen auch aufstocken, damit die immer schön was zu mampfen haben. Was hat es mit diesem Timer auf sich? Paddy, bist du noch da? Du spielst das Spiel doch auch. Oder alle anderen, die das Spiel spielen. Toffee testet auch noch. Ja, dann machen wir das gleich. Dann machen wir das gleich zusammen im Zusammenhang mit dem Glücksrad. Ne? Heißt das, dass nach 11 Minuten das Zeug abläuft? Ohne Mampf kein Kampf. Ohne Witz, ich verstehe das nicht. Heißt das, dass das abläuft? Also, fragwürdig. Falls es jemand weiß, bitte kurz in die Kommentare schreiben. Das wäre auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig lieb vorne. Jetzt muss man das Ganze noch kurz hier weghauen. Rückbaumodus. So. Oh, Alter. Guck mal hier, alles kaputt. Ja, aber ich will das ja nicht mehr. Ich habe das hässlich gebaut. Und so hässlich will ich es nicht haben. Jetzt müssen wir hier noch kurz das Bett hinbauen. So. Oh, direkt unter... Oh, guck mal hier. Da, so schläft man doch gerne, oder? Wenn man direkt unterm Fenster schlafen kann, während man rausguckt, ist da das... Die schöne Aussicht. Oh, das ist doch schön. Also ich kann mir das schön vorstellen hier. Hey, wer hat gesagt, dass du hier rein darfst? Baugefährlich ist von außen. Und dann muss ich direkt auch schlafen gehen, wenn die das... Baut mal schneller, ich muss pennen. Es ist spät am Abend im Spiel. Glücksrad, lasst euch überraschen. Das ist heute der Sub-Goal, sozusagen. Ah, jetzt erstmal schlafen. Schön. Voll romantisch. Ja, nach 11 Minuten läuft es ab. Okay, dann sollte ich es auf jeden Fall dringend essen. Aber das ist ein bisschen scheiß. Guck, ich habe eh Hunger. Oh Gott, mein... Oh, mein Leben! Warte. Alter, wie schnell ist mein Leben von mir vorbeigezogen? Habt ihr es gesehen? Die Leiste, die grüne Leiste, weil ich Hunger hatte. Alter. Das war ja gruselig. Gut, jetzt habe ich wenigstens nichts mehr, was abläuft. Das hier kann ich aber auch... Das kann ich nicht essen. Ne? Ich kann es nur quasi zubereiten. Und dann kann man es essen. Entschuldigung. Du könntest mir da noch was nehmen, ne? Und das kann ich dann wiederum essen, ne? Gibt gegrillte Beeren, genau. Uiuiui. Ich mag sowas eigentlich überhaupt nicht, dieses ganze Essensgedönse in Spielen. Ich finde sowas grässlich eigentlich. Game Over Spielwechsel. Palworlds Verkaufszahlen sind beeindruckend. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich finde es auch heftig, dass es sich wirklich so gut verkauft hat. Vor allen Dingen, weil es halt irgendwie, wie gesagt, weil es auch komplett was anderes war, als ich gedacht habe. So, wir müssten... Ich möchte jetzt auch mal wirklich den Pokémon-Aspekt hier in diesem Spiel auch ein kleines bisschen kennenlernen. Und das bedeutet, einerseits bin ich hungrig, ich werde jetzt gleich mal was essen. Und das bedeutet, ich werde auf jeden Fall auch mal jetzt meine kleinen Monsterchen mitnehmen und auf die Jagd gehen. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Wobei, es wird ja dunkel, ne? Dann machen wir das am nächsten Tag, aber das mache ich auf jeden Fall. Auf die Jagd gehen.
Produktion beginnt. Nice. Dann kann ich hier nochmal was essen. Moment. Wo? Da. Chip. So. Ist schon dunkel? Nee, noch nicht ganz. Gut. Können wir eigentlich nochmal was herstellen? Stimmt, ich könnte auch den Bogen nochmal herstellen, ne? Wie geht das mit... Fehlt mir noch Holz. Okay, wir müssen noch ganz kurz Holz sammeln. Und dann können wir den Bogen... Ich will auch mal Bogen schießen, Leute. Wir müssen das Spiel komplett auf kennenlernen. Farthingwald, mein Bester. Was soll das denn heißen, Toda? Sind wir die etwa nicht mehr gut genug? Ist nur Farthingwald der Beste hier? Wer von euch hat das Spiel denn alles schon getestet? Ich habe vorhin im Chat gesehen, viele Leute haben gesagt, ey, ich spiele das Spiel auch gerade oder so. Wie viele Leute haben das von euch denn schon? Ich habe auch mitgekriegt, dass die PC-Version, beziehungsweise die Steam-Version irgendwie mehr beinhaltet. Warte, nein. Dass die Steam-Version irgendwie mehr beinhaltet als die Game Pass-Version für die Xbox. Ich habe es aber mit Game Pass. Ich auch. Ich habe es auch mit Game Pass. Ich reiß mich gerade zusammen, es nicht zu kaufen. Ah, das ist fies, ne? Gerade wenn man anderen Leuten zuguckt. Da war ich ja am Anfang schon, ne? So. Übrigens, es gibt gerade eine große Diskussion zu dem Spiel im Internet, dass hier Menschenhandel betrieben werden kann in dem Spiel. Und dass das ja so unter aller Sau sein soll. Da wären wir wieder bei der gleichen Diskussion, wie ich damals, wie wir es schon drüber gesprochen haben, über das Thema. Immer sind die Gamer schuld an allem Möglichen. Im Sinne von, Gamer sind zum Beispiel auch schuld daran, wenn Amokläufe stattfinden oder sowas, dann liegt es an Killerspielen, ganz klar. Geht das denn schneller, wenn ich ihm helfe? Ja, genau. Killerspiele, ne, das ist alles, das haben immer die Gamer und so. Und hier ist es jetzt genauso. Mein Mann hat es seit gestern. Bis jetzt höre ich nur Gutes von diesem Spiel. Ein Steinspeer. Wie kriege ich denn jetzt aber, wie kriegen jetzt Pfeile? Muss ich die, da hinten sind sie. Ah, oh, ich wollte es gerade sagen. Hier. Oh, warte mal. Mach mal volle Produktion. Kann mir mal einer helfen? Genau, hilf du mir mal. Mach mal, du kleines Wolfiech, du. Süßes kleines Wolfiech. Habt ihr noch genügend Essen? Oh, die haben noch ein bisschen. Das ist doch gut. Sehr, sehr gut. Okay, gut. Dann können wir uns noch tatsächlich noch ein neues Viech holen. Wieso ist das auf rot? Das untere? Das hier ist rot. Warum? Level-Synchro. Was? Perls, die kein Bett haben, bekommt schlechte Laune. Ja, noch ein Bett müssen wir bauen. Noch ein zusätzliches. Mein Gott, das ist ein Spiel. Ja, das ist wieder die gleiche Diskussion. Ich sag ja, es ist immer wieder das Gleiche. Und dann gibt es eben die großen Zeigefinger, Leute. So, nee, aber was ist denn? Nee. Weißt du, in manchen Spielen kannst du, keine Ahnung, in GTA, da kannst du Leute verprügeln, kannst du Leute ermorden, mit dem Auto anfahren. Da sagt auch keine Sau was, was da GTA ist. Aber hier... Ich habe kein Holz mehr. Scheiße. Weil ich gerade alles in Ding gesteckt habe. Ne? Da müssen wir nochmal Holz holen. Ich verstehe es auch nicht. Ich wollte über Cloud spielen, hatte aber eine halbe Stunde warten müssen, bis mir aber... Bin mir nicht sicher wegen dem Survival-Aspekt. Solche Spiele mag ich normal nicht. Da bin ich ja auch am Struggeln gewesen, habe ich auch schon gesagt. Dass ich hier ein bisschen mit dem Survival-Aspekt so ein kleines bisschen am Rumstruggeln bin, weil mir das eigentlich nicht so liegt. Aber tatsächlich komme ich jetzt gerade aktuell ziemlich damit klar, kann sich aber auch wieder umschwenken. Also ich frage mich vielleicht einfach in ein paar Spielstunden nochmal, ob ich damit jetzt warm geworden bin oder ob ich sage, nee, ist doch vielleicht doch nicht so meins. Ich würde es erstmal ein kleines bisschen beobachten, bevor ich ein finales Fazit abziehe. Muss mir noch eine Meinung zu dem Spiel bilden, daher kein Kommentar. Ja, ist alles richtig, Toda. Ist alles richtig. Ich habe gedacht, es kostet mich nichts, ist im Game Pass, deswegen probiere ich es jetzt einfach mal aus. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz bis jetzt ziemlich praktisch. Oh, Waffenbruch. Weiß jemand von euch, was es mit diesen Waffenbruch-Sachen auf sich hat? Waffenbruch bedeutet ja, geht die Waffe dann kaputt? Oder ist sie nur ist sie beschädigt, sage ich jetzt mal so. Weil, wenn ich jetzt hier reingehe... Ich habe sie halt noch im Inventar, diese Scheißwaffen. Aber ich brauche sie ja eigentlich nicht mehr. Soll ich sie entfernen?
Ich kann sie reparieren, aber das Reparaturset bringt mir nichts. Ich entsorge sie jetzt einfach. Ich mache mir neue fertig. Genau, dann brauchen wir eine neue Axt. Ich mache mir neue. Wahrscheinlich kann man sie später reparieren, aber ich glaube, aktuell kann ich das noch nicht, weil ich es noch nicht freigeschalten habe. Ich mache mir eine neue Axt. So. Dankeschön. Die andere schmeiße ich auch schon mal weg. So. Weg damit. Dankeschön. So, und jetzt müssen wir unsere Perls natürlich auch mitnehmen. Die sollen wir ja nicht nur hier arbeiten lassen, sondern wenn die hier sich hochgelevelt haben durch das Arbeiten, können wir sie auch mitnehmen und später im Kampf benutzen. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Du kannst sie reparieren über die Reparaturbank. Oh, dann muss ich die wahrscheinlich noch herstellen, ne? Schauen wir mal. Ich nehme auf jeden Fall mal, was ist Level 6, Level 7, Level 6, Level 7? Ach, weil ich Level 6 bin, kann ich die Level 7 dann wahrscheinlich nicht mitnehmen, oder? Oder wie heißt? Wahrscheinlich, oder? Bin ich Level 6? Ich muss mal kurz gucken. Ja, ich bin Level 6 tatsächlich. Ja, dann. Aber ich nehme trotzdem mal welche mit, in der Hoffnung, dass ich schön kämpfen kann. Ich nehme mal die beiden mit. Das machen wir dann am nächsten Tag, am nächsten Ingame-Tag. Oh, ups. Oh, stimmt, und ich muss unbedingt Pfeilschießen lernen. So. Entschuldigung, ich will es ausprobieren. Okay, ja, wir haben es gelernt, wir wissen jetzt, wie es geht. Oh, ich brenne! Nein! Nein, ich brenne! Nein! Ich bin aus Versehen ins Feuer gelaufen! Ah! Ich brenne! Hilfe! Ja gut, es wird ja auch dunkel. Du hast 5-mal einen Lammball gefangen? Ja, habe ich. Das ist eine Quest, oder? Bevor du jetzt anfängst, mit dem großen Finger auf mich zu zeigen. Ja, das ist eine Quest. Du musstest das machen. Jetzt kommt der hier wieder Klugscheiße. Hä, was ist das? So. So, dann gehe ich jetzt mal ins Bett. Dann machen wir am nächsten Tag die große... Ach, mein Bett ist ja da vorne jetzt. Machen wir am nächsten Tag große Dings. Großer Finger, man macht keine Quests. Ja, nee, natürlich macht man keine Quests. Zum Aufleveln macht man keine Quests. Das ist ja langweilig, kann ja jeder. Du brennst und mein Internet kackt ab. Ich hoffe, dass es mein Stream nicht ist. So, jetzt gehen wir auf die große Tour, Leute. Ich sollte vielleicht nicht so viel rennen. Ich will unbedingt ein paar Perls fangen. Beziehungsweise sollen wir uns noch ein paar Dinger hier herstellen? Ich finde immer wieder Gründe, warum ich nicht losgehe, Leute. Das ist ganz schlimm. Wieso finde ich immer wieder Gründe? Ich muss auch noch einen Boss besiegen, steht da oben. Nimm deine Ausrüstung, deine Perls und mach dich bereit und besiege den Boss im Turm des Rain-Syndikats. Ist ganz schlimm. Gibt es eine Map? Ich kann dir gleich kurz zeigen. Warte, ich zeige sie dir. Ich muss nur kurz hier, beziehungsweise, ja gut, das wird ja gerade so. Genau, hier ist die Map. Ist ein bisschen klein, würde ich sagen. Da sind wir gerade. Und das habe ich alles noch nicht erkundschaftet. Ist ein bisschen klein, ja. Also, ist bestimmt innerhalb von 300 Stunden ist das Spiel durchgespielt. Und das ist ja, also heutzutage haben die Spiele nicht, ne? Der Boss dauert noch. It's me, Jule. Freut mich, dass du da bist und danke für den Hinweis, weil ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, gehabt, den Boss zu holen. Ich habe nur mitgekriegt, Gronkh hat schon wieder 15 Stunden lang gestreamt und hat den Boss, glaube ich, schon besiegt. Aber wer weiß, wie lange er da gebraucht hat, ne? So, ich gehe los. Jetzt geht's los, Leute. Wir suchen uns jetzt die ersten Gegner, die wir besiegen können. Ich kann nicht immer wieder in meinem Kabuff hier leben. Ich muss auch wirklich mal ein bisschen was tun. Guck mal, diese Viecher, die haben wir ja auch schon gefangen. Deswegen nehme ich die Kattiwa jetzt auch mal nicht mit. Ich will neue Viecher kennenlernen. Neue Perls. Und es wird halt immer wieder gesagt, dass die ganzen Perls hier totale Abklatsche von Pokémon sind und so weiter und so fort. Aber gut, welches Spiel ist kein Abklatsch von Pokémon? Oder auch welche Designs? Ich meine, wenn du andere Spiele wie Koromon, Nexomon oder sonst was nimmst, du kannst immer irgendwo sagen, ja, das sieht aus wie Pikachu, das sieht aus wie Glumanda oder sonst irgendwas. Das kannst du immer sagen. Ich finde hier immer nur die gleichen... Oh, das ist ein guter, ne?
Yeah. Eine kleine Palseele. Haben die eigentlich mit. Ist das eigentlich Werbung für PayPal? PayPal? Sagt doch PayPal, oder? Könnte man hier schön Werbung integrieren, finde ich.